Willkommen, liebe Zuschauer, zu einem hoffentlich sehr großartigen Fußballspiel. Die Fans hier, die machen schon richtig Bambule. Hoffentlich hält auch das Wetter, denn es ist ja Regen vorhergesagt, der möglicherweise das Spiel in einer gewissen Form auch verändern kann, auf jeden Fall mit beeinflussen kann. Je nachdem, wer mit dem Regen dann besser zurechtkommt, mit dem tiefer werdenden Rasen, der scheint hier dann womöglich auch die besseren Chancen zu haben auf einen Erfolg. Eine wunderbare Kulisse, die einfach nicht besser geht in diesem Stadion. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, die Partie läuft bereits. Man hat den Eindruck, wenn man sich diesen Verein, diesen Trainer, diese Mannschaft und auch dieses Umfeld anschaut, es passt alles zusammen. Ab auf die Flanke. Jetzt der Abschluss. Nicht optimal, der Abschluss. Da haut er einfach mal drauf, das hätte was werden können. Das Spiel ist ja noch jung, Hansi, aber wie ich dich kenne, hast du schon eine erste Einschätzung für uns? Also ein Kickstart ist das nicht. Beide wollen zunächst mal sicher stehen und dann mit zunehmender Spielzeit gucken, was geht. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Und das Ding abgefangen. Und er hat den Ball gehalten, aber er hat ihn nicht festgehalten. Glück für ihn, dass der eigene Mann zur Stelle ist. Ziemlich variabel das Ganze. Viel Bewegung in vorderster Reihe. Die zentralen Offensivleute bewegen sich raus auf die Flanken. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, so ganz gefällt dir das nicht. Ja, ich war noch nie ein großer Fan dieser Strategie, Stürmer nach draußen zu ziehen, die eigentlich in die Mitte gehören. Die fehlen dann als Anspielstation. Und dieses Vakuum da, wo die... Er zieht durch. Eine echte Gefahr für den Kasten. Und dann suchen sie den Abschluss aus dieser Distanz. Vielleicht hätten sie versuchen sollen, diesen Angriff besser auszuspielen. Ab auf die linke Seite. Das sieht gut aus. Das Ding und das erste Tor. Sehr gute Schusstechnik. Keine Chance für den Torhüter. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach, der macht einfach. Trifft das Ding hervorragend. Besser geht's nicht. 1:0, die Führung. Damit dürfte sich das Spiel von jetzt an etwas spannender gestalten. Bekommt er den? Klasse, wie stabil er da geblieben ist. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Mit Tempo nach vorne. Bislang ist die Führung okay und gleich ist ja auch Pause. Und er zieht ab. Nee, diesmal nicht. Ja, das war das Gebot der Sekunde. Man kann es ruhig mal aus der Distanz probieren. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. Und hier steht's 1:0. Ein langer Lauf Richtung Tor. Ball ist über der Torauslinie, das gibt Abstoß. James Rodriguez. James Rodriguez. James Rodriguez entscheidet sich für den Rückpass. Und nun ab in die Kabinen. Die Mannschaft hat ihren Rhythmus gefunden. Insbesondere läuferisch ist das eine ganz starke Leistung. Nach Durchgang 1 steht es also 1:0.
Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Ein einziges Tor macht hier bislang den Unterschied. Physisch enorm präsent. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Es geht über die rechte Seite. Und die Kontergelegenheit. Und bitte. Das ist die Chance. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig. Ich hätte früher den Pass spielen müssen. Was für ein Getümmel. Ich bin mir ziemlich sicher, da gab es einfach kein Durchkommen. Einwurf ist die richtige Entscheidung. Und über die Seite. Ab in Richtung Tor. Also da kommt nicht jeder ran. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Gefährlich. Und der Mann an der Linie hebt die Fahne. Der geht weit. Da tankt er sich durch. Nur noch der Torwart. Eins geht. Das könnte was werden. Er trifft. Jetzt liegen sie mit zwei Toren vorn. Eine fantastische Vorstellung. Dieses Tor gehört ganz allein ihm. Das ist der Alleingang in seiner allerschönsten Ausprägung. Schöner kann man das nicht machen. So, 2-0 jetzt also. Dieses zweite Tor hat natürlich einen riesen Einfluss auf die Psyche der Spieler. Die zurückliegende Mannschaft ist jetzt richtig unter Zugzwang. Und das andere Team, das kann jetzt den Vorsprung fast genüsslich noch ausbauen. Jetzt ist was möglich. Mit Augenmaß. Er versucht's. Und noch ein Tor. Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Er ist heute der Schrecken der Abwehr. Sie finden gegen ihn kein Gegenmittel, schon zum dritten. Und er ist in der Luft. Bitte einmal eine Fahrkarte lösen. Und dafür bekommt er die Quittung. Gelb. James Rodriguez. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Einfach mal Langholz. Er hält drauf. Da kommt die Flanke. Der ist drin. Da waren es nur noch zwei. Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Es war ein Treffer der großen Robustheit. Er setzt den Körper perfekt ein. Und obwohl der Gegner an ihm dran ist, kann er das Tor nicht verhindern. Willkommen zurück in diesem Fußballspiel. Ich weiß, dass er nur ungern den Kürzeren zieht. Aber hier muss er sich eingestehen, dass ihm sein Gegenspieler den Schneid abgekauft hat. Ja, das sah schon nach Foulspiel aus. Ja, Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Vier Minuten verbleiben. Aber sowas von deutlich, das ist Freistoß. Ja, gelb, überhaupt keine Frage.
Also mir ist da schon die ein oder andere zu harte Aktion dabei. Wenn ich der Trainer wäre, dann würde ich ihm hinterher diese Situation 10-mal zur Strafe vorspielen und ihm immer wieder die Frage stellen, sag mal, was wolltest du da eigentlich? Abpfiff, das Spiel ist beendet. Die harte Arbeit der vergangenen Wochen hat sich heute ganz offensichtlich ausgezahlt. Das Ergebnis spiegelt die deutliche Dominanz wider. So, Hansi, deine Einschätzung zur Partie. Die Fans haben schon zu Beginn der Partie gefordert, auswählen.